Ja, mal noch eine kleine Story für euch. Also das regt mich jetzt richtig auf. Diesen Fernseher da von Toshiba, den habe ich jetzt fast 10 Jahre, den habe ich damals von meinem Chef bekommen. Na? Und der läuft die ganze Zeit über Kopfhörerausgang. Na? So weit, so gut. Das Problem an der Sache war, man musste mit der Fernbedienung des Fernsehers immer volles Rohr aufdrehen, den Kopfhörerausgang, damit beim Verstärker da drüben überhaupt einigermaßen Lautstärke ankommt. Nun ist es natürlich so, dass einige Sendungen leiser oder laut sind. Na, da musste ich halt dementsprechend immer mal hier den Lautstärkeregler des Kopfhörerausgangs bis auf Anschlag hochdrehen, damit überhaupt was ankommt. Damit ich überhaupt was höre. Was natürlich schon nicht gut vom Verstärker ist. Den musste ich immer bis 50% aufdrehen. Und jetzt passt mal auf. Jetzt habe ich, wie ihr seht, das DJ-Set laufen und dachte mir, damit der dynamische Sound besser rüberkommt und nicht so viel Bass, wollte ich im Menü des Fernsehers, ne, hier, bup, Menü des Fernsehers, wollte ich den Equalizer anpassen. Da, Equalizer. Zack, alles kein Ding. Ging aber nicht. Ließ sich nicht verändern. Blieb alles gleich. Dann gehe ich raus und scrolle nach unten oder gehe hier nach unten und lese dann plötzlich das. Da dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Der Kopfhörerausgang ist auch der Line-Out-Eingang oder Ausgang, besser gesagt. Also, nach 10 Jahren, Leute, nach 10 Jahren findet der Jens den Line-Out-Ausgang des Fernsehers. Ja, und jetzt funktioniert natürlich auch der Equalizer. Ne? Hier ist alles auf Null, wie ihr seht. Brauche ich also nicht mehr die Lautstärkeregelung, ist ja logisch, weil das wird ja jetzt über die Anlage gesteuert, wie das sich hört, gehört bei einem Line-Out-Ausgang. Und auch der dynamische Bass funktioniert jetzt. Oder der Raumklang. Das ging nämlich alles über den Kopfhörerausgang nicht. Oder hier, Stereo, Dual, das ging alles nicht. Na, so viel zum Thema dazu. Nach 10 Jahren, das darfst du ihnen erzählen. Ich könnte ausrasten, dass ich das nicht eher gemerkt habe. Das war jetzt nur Zufall, ne? Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht rausgefunden, wenn ich jetzt nicht nach einem Equalizer gesucht hätte. Und jetzt steht die Lautstärkeregelung nämlich hier. Steht sie jetzt. Da steht die jetzt. Vorher stand die hier oben. Wahnsinn, oder? Die ganze Zeit lief der Verstärker auf fast 50% und brauchte das gar nicht. So viel zum Thema dazu. Ja, das wollte ich euch bloß mal noch zeigen. Und jetzt höre ich weiter das Set in normaler Zimmerlautstärke, denn wir haben es ja nun schon fast 19 Uhr, ne? Aber das gefällt mir jetzt. Kann ich wenigstens meine Streams und meine Videos von YouTube nicht mehr mit voller Lautstärke beim Verstärker schauen, sondern mit minimaler Lautstärke beim Verstärker. Deswegen wird er nicht mehr so belastet. Tja, kannst du mal sehen, ne? So, bin ich wieder weg.